Mein Name ist Kai Lück, ich bin 52 Jahre alt und ich habe die Diagnose Alpha-1-Antitrypsin-Mangel. Ich bin 1970 in Leipzig geboren worden, habe damals Asthma bekommen in der ehemaligen DDR. 1987 habe ich meine erste Ausbildung begonnen in Frankfurt am Main als Schreiner. Und ich muss sagen, dass in all den Jahren das Handwerk mich auch in meinen Hobbybereich reinbegleitet hat, weil ich immer noch gerne Möbel aufarbeite oder halt Möbel halt restauriere. Das ist auch einer meiner Hobbys geworden. Unter anderem pflege ich auch gerne Pflanzen. Zumindest habe ich mehrere große Pflanzen zu Hause. Ich gehe gerne zum Fußball. Ich bin Fan eines Fußballvereins. Und ich mache gerne Sport. Ich laufe gerne. Früher habe ich mehr Fitnesssport betrieben im Fitnessstudio. Von dem bin ich eher abgekommen. Es ist eher mehr jetzt, dass ich so ein Cardio-Training mache, wo ich auch einfach merke, dass es mir besser tut. Und ich bin auch immer draußen in der freien Natur. Als ich auf die Welt gekommen bin, hat damals meine Mutter schon gesagt, dass man bei mir Hautirritationen gesehen hat. Und das war schon mal die ersten Anzeichen von Neurodermitis. Ich habe dann mit dem dritten Lebensjahr die Anzeige von Asthma gehabt. Ich weiß es noch ganz genau, es war ein Samstagabend. Meine Eltern hatten Besuch, es wurde im Wohnzimmer geraucht und ich bin ins Wohnzimmer gekommen und mir ging einfach die Bronchien zu. Ich habe keine Luft mehr bekommen und musste dann ins Krankenhaus. In all den Jahren in meiner Kindheit erinnere ich mich dann, dass ich manchmal morgens aufgewacht bin, akute Atemnot bis zu blauen Lippen morgens, dass mich meine Mutter ins Fenster gestellt hat, so dass ich Luft bekomme. Teenagerzeiten mehr Neurodermitis gehabt. Was sich dann aber dann bis zu meinem Mitte 20. Lebensjahr immer mehr ausgeschlichen hatte, dafür, dass Asthma weniger war und aber dann danach mit Ende 20, Anfang 30 immer mehr geworden ist. Also ich habe vermehrt gemerkt, diese Atemnot. Ich habe es dann auch immer ein bisschen darauf geschoben, dass ich in der Rheinebene wohne. Die Rheinebene ist von den klimatischen Bedingungen einfach nicht gut. Für mich, das merke ich immer wieder, weil die Luft sehr stickig ist jedes Mal. Dann immer mehr Schleimauswurf bekommen in all den Jahren. Und 2019 war es dann einfach so akut, dass ich ins Krankenhaus gekommen bin. Man hatte mir dann einen großen Lungenabszess diagnostiziert, wo ich dann auch 3 Wochen im Krankenhaus war. Man wollte diesen Lungenabszess erst operieren, hat es dann aber konservativ behandelt und ich eine OP, dass die dann ausgesetzt wurde oder diese umgehen konnte. Danach, nach diesem Krankenhausaufenthalt 2019, bin ich zu meiner Lungenärztin dann wieder gekommen, die dann damals mir Blut abgenommen hat und gesagt hat, sie möchte mal nachschauen nach einem gewissen Eiweiß, weil meine Diagnosen, die ich habe, nicht altersgerecht sind. Und sie hat dann herausgefunden, dass ich halt diesen Alpha-1-Antitrypsin-Mangel habe. Die Heimselbsttherapie hatte mir man in der Thoraxklinik vorgestellt. Man hatte mich gefragt, ob ich lieber wöchentlich zu einem Lungenarzt fahren möchte und dort diese Therapie durchführe oder ob ich das zu Hause durchführe. Und hier habe ich mich sehr schnell für die Heimselbsttherapie entschieden. Damals war Corona, hatte Corona begonnen. Ich konnte nicht mehr wirklich in die Lungenpraxis. Auch in die Thoraxklinik war eher ein weiterer Weg. Und ich muss auch sagen, es hätte einfach nicht in meine Arbeitszeit reingepasst. Ja? Ich hätte also immer wieder jede Woche irgendwo mir ein Zeitfenster rausschneiden müssen, um diese Infusion zu machen. Und deswegen habe ich auch zugestimmt auf die Heiminfusion, weil ich hier wesentlich flexibler einfach diese Therapie ansetzen kann. Also zu dem Zeitpunkt, wo man mir das vorgetragen hat mit dem Thema Heiminfusion, war der Anfang von Corona, das war gerade der Zeitpunkt des Shutdowns. Für mich selber war erstmal gut, überhaupt diese Diagnose bekommen zu haben, weil das für mich einfach bedeutet hat, okay, ich habe hier einen Gendefekt, es gibt ein Medikament und
ich habe hierfür eine Lösung, dass es mir weiterhin besser geht, wo ich jetzt im Nachhinein auch wirklich dem zustimmen kann. Es lief so ab, dass man mich natürlich gefragt hat, ob ich mir diese Heiminfusion zutraue. Ich muss sagen, ich bin ein Mensch, der nicht affin ist mit im gesundheitlichen Rahmen, also mit Krankheiten und so weiter. Da tue ich mich wirklich schwer. Ich kann noch nicht mal Dr. House großartig gucken. Ich muss da mal weggucken bei bestimmten Situationen. Und als es darum ging, dass ich mir eine Nadel mir selber in den Arm reinstecke, habe ich erst gedacht, naja, kannst du dir das zutrauen, kriegst du das hin? Aber dann habe ich mir gedacht, das schaffst du. Und es war dann so, dass man mir das vorgeschlagen hat, dann auch zu Hause zu machen. Wie gesagt, weil halt auch durch Corona das mit der Lungenarztpraxis auch zu dem Zeitpunkt etwas schwieriger war. Ich habe dem zugestimmt. Es war dann so, dass ich in der Klinik dann zum ersten Mal diese Infusion gezeigt bekommen habe. Man hat die mir auch angelegt. Und dann hat man mit mir vereinbart, dass dann nächst in der darauffolgenden Woche, weil ich jetzt einmal in der Woche diese Infusion zu mir nehme, dass man das dann mir zu Hause zeigt. Ich habe das 2-3 Mal gemacht. Nach dem 4. Mal habe ich mir das alleine zugetraut. Ich muss sagen, es ist für mich gar kein Problem. Ich komme damit sehr gut zurecht. Ich falle nicht um, wenn ich mir die Infusionsnadel selber setze. Ja, also ich kann absolut sagen, dass das wirklich nur von Vorteil ist. Und ich kann auch sagen, oder ich glaube auch, dass man das eigentlich jedem zutrauen kann. Der Tag der Heiminfusion ist bei mir meistens sonntags, weil ich sonntags meistens vormittags nichts geplant habe. Ich stehe auf, trinke morgens meinen Kaffee, dann gehe ich in mein Zimmer. Dort habe ich mir eine Ecke eingerichtet mit einem Sessel und alles und so weiter, wo ich dann darauf zugreifen kann. Ich habe dann immer das Medikament, was ich mir dann zusammenstelle. Es ist eine Lösung dabei mit einem Pulver, was ich ineinander mische. Dann hänge ich mir diese Infusionsflasche auf, habe mir vorher noch diesen Zulauf reingesteckt, setze dann mir die Nadel selber in den rechten oder linken Arm, je nachdem. Das tue ich dann immer schauen, wie gerade so, wie ich selber für mich vom Gefühl her habe. Versuche das aber auch immer abzuwechseln. Ja, setze mich dann hin und mache dann die Infusion, dauert ungefähr 50 Minuten. Dabei schaue ich meistens eine Dokumentation oder höre ein bisschen Musik oder sonstiges. Und es ist alles eine sehr entspannte Situation für mich. Und danach tue ich dann meistens mit meiner Freundin gemeinsam frühstücken. Ich habe schon, wo ich wusste, dass ich übers Wochenende nicht da bin, also über einen längeren Zeitraum, da habe ich mir mein ganzes Infusionsbesteck sowie das Medikament eingepackt. Und es gibt immer irgendwo eine Ecke und einen Stuhl, wo man das Medikament aufhängen kann und einen Stuhl, wo man sich hinsetzen kann und die Infusion durchführen kann. Also ich für mich habe das auch schon getan. Ich muss sagen, es ist wirklich von Vorteil, weil ich auch einfach diese Flexibilität habe und mir auch nicht Gedanken machen muss großartig, jetzt bin ich vielleicht eine längere Zeit weg, jetzt kann ich das Medikament nicht nutzen, wie wird es mir zukünftig gehen oder in dieser Zeit werde ich merken, dass es mir schlechter geht. Also hier habe ich einfach die Sicherheit, ja. Nach dem Zeitpunkt der Diagnosenstellung habe ich schon mein Leben geändert, weil ich auch einfach festgestellt habe, dass das, was vorher gelaufen ist, einfach nicht mehr gut getan hat. Ich habe mit dem Rauchen aufgehört. Ich bin raus aus der Rheinebene gezogen, wo für mich einfach die Luft nicht so gut war. Bin jetzt in eine höhere Lage gezogen, habe hier einfach festgestellt, dass auch hier diese Luft einfach mir besser tut. Ich gehe 2-mal wöchentlich laufen. Hier in dieser Gegend, die recht hügelig ist, habe dadurch eine Art Cardio-Training und halte mich fit. Und habe jetzt auch natürlich mit dieser Heimselbsttherapie
eine wirklich positive Umstellung für meine Gesundheit und sage einfach, dass es mir dadurch wesentlich besser geht. Oder habe festgestellt, seitdem geht es mir in allen Bereichen besser, seit diesen Umstellungen. Und ich habe mich jetzt bei der Alpha-1-Antitrypsin-Gruppe habe ich mich mit angemeldet, also bei diesem Verein, und bin jetzt Mitglied, bekomme hier jetzt immer Informationen zum Thema Alpha-1-Antitrypsin-Mangel und war auch letztes Jahr bei einem Kongress, wo ich mir das auch zum ersten Mal mit angeschaut habe. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass einfach das Thema Alpha-1-Antitrypsin-Mangel noch mehr publik wird, weil ich einfach denke, dass es schon noch mehr Menschen gibt, die diesen Gendefekt haben. Was ich mir noch wünschen würde, wäre einfach für mich persönlich, dass das Medikament vielleicht zukünftig zu mir nach Hause geschickt wird und ich es nicht mehr unbedingt bei meinem Lungenarzt abholen muss, weil das manchmal doch ein größerer Aufwand für mich ist.